Ich grüße euch alle ganz herzlich zum ersten Video auf diesem Kanal Multiplayer im Jahre 2017. Ich schaue hier gerade unten auf die untere rechte Ecke meines Bildschirms und sehe, es ist der 24.01. schon. Das bedeutet, es sind schon 23 Tage vergangen. Und wir haben noch kein Video dieses Jahr gebracht. Deshalb habe ich mich hingesetzt und dieses Video hier gestartet. Es ist nicht so, dass wir in letzter Zeit überhaupt nichts gemacht haben. Das stimmt nicht. Wir haben es zum Beispiel endlich mal wieder geschafft, genügend Leute für Secret Hitler zusammen zu bekommen und haben da mehrere echt mega gute Folgen aufgenommen. Die kommen dann auch die Tage irgendwann. Und ich habe auch selber an Minecraft-Animationen weitergearbeitet. Und in diesem Video wollte ich euch eine Kleinigkeit zeigen, wo ich mehrere kleine Testvideos zugemacht habe. Und zwar ist es geplant, dass ich irgendwann dieses Jahr den David mal besuche. Das hatte ich letztes Jahr irgendwann schon vor, aber da ist dann nichts draus geworden. Und im Moment habe ich da Zeit für. Und ich hoffe echt, dass das endlich mal klappt. Und da haben wir uns schon Gedanken drüber gemacht, dass wir auf jeden Fall irgendetwas drehen wollen, logischerweise. Und der David würde ganz gerne Real-Life-Sachen auch mal mehr machen. Und ich eben auch, weil ich da auch Spaß dran habe. Aber das ist halt ein bisschen schwierig, wenn er in Österreich wohnt und ich hier in Deutschland. Und ich habe auch keine sonderlich gute Kamera. Also das ist das Problem, was uns im Moment davon abhält, solche Videos zu machen. Ich möchte aber auch die Minecraft-Animation nicht vernachlässigen. Deshalb ist mir die Idee gekommen, was ist denn, wenn man in Real Life gedrehte Videos mit Minecraft-Animationen verbindet. So, und das ist das, was ich jetzt einmal getestet habe. Wie gesagt, ich habe keine sonderlich gute Kamera. Ich habe nur die Kamera von meinem iPhone 4S gerade zur Hand gehabt und habe damit dann Videos, beziehungsweise zwei von den drei Videos sind auch nur mit Bilder, also mit Bildern im Hintergrund, und eins davon ist dann wirklich ein Video. Habe das dann eben gemacht und dann dazu kurze Animationen gemacht. Das ist nicht vollkommen fehlerfrei. Da sind noch Kleinigkeiten, die man noch verbessern müsste, wenn man das wirklich veröffentlicht als fertiges Projekt. Aber da das nur Tests waren, habe ich das dann einfach so gelassen, weil ich durch die Tests genug erfahren habe und jetzt relativ sicher bin, dass es eben klappt, wenn wir uns dann eben da was überlegen und das dann filmen. Ich werde euch jetzt einfach mal die drei Videos hintereinander abspielen. Also erst das erste, dann werde ich dann noch kurz was zu sagen. Und das zweite und dann das dritte, die sind immer nur ein paar Sekunden lang, deshalb wundert euch nicht. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an mit Video Nummer 1. So, Video Nummer 1 war ein Video, wo ich getestet habe, wie es ist, wenn man Minecraft-Objekte, wie jetzt in dem Fall diese von mir erbaute wundervolle Burg, wenn man die eben ins Real Life mit einfügt. Da ist mir dann aufgefallen, dass die Wahl, die ich mit dem Hintergrund getroffen habe, sehr schlecht war, nämlich diese Heizung. Da muss man irgendeinen glatten Hintergrund nehmen oder man stellt diese Gebäude eben auf den Boden. Das, was ich da gewählt habe, gefällt mir absolut nicht. Aber trotzdem habe ich dann eben dadurch feststellen können, dass es funktioniert, was ich vorhabe. Also, dass man wirklich Minecraft-Gebäude in den echten Hintergrund einfügen kann, ohne Probleme. Hier war jetzt auch der Nachteil, dass das in meinem Animationsprogramm viel zu klein skaliert war. Deshalb ist die Qualität nicht sonderlich gut und deshalb kann man diese Pfeile, die da fliegen, auch nicht wirklich gut sehen, weil die dann auch durch den Greenscreen, den ich verwendet habe, fast komplett weggefallen sind. Und hier in diesem Beispiel war auch die Auflösung so schlecht, dass man den Greenscreen noch sehen kann. Das ist im zweiten Video schon besser, also da sind diese Probleme mit der Skalierung nicht mehr, aber die Kamera ist halt nicht so gut und ja, schaut es euch einfach mal an. Yeah!
genau, das zweite Video, das war tatsächlich etwas, was meiner Meinung nach echt besser gelungen ist, als ich das erwartet hätte. Das hat auch wieder ein paar Kleinigkeiten, die man noch hätte verbessern müssen, wie zum Beispiel das beim Headset, was der Minecraft-Charakter anhat, teilweise oben der Bügel mit rausgekeyt wird und am Anfang bewegt sich auch die Kamera nicht schnell genug. Also die fängt ja, also da habe ich ja mit der Kamerafahrt, habe ich erst langsam angefangen, bin dann immer schneller geworden. Das ist am Anfang zu langsam. Dadurch läuft der Charakter dann ein bisschen auf der Stelle. Also da muss man dann wirklich darauf achten, dass diese Kamerafahrt überall dieselbe Geschwindigkeit hat. Und dann springt der Charakter eben da runter. Das ist mir, wie ich finde, tatsächlich sehr gut gelungen. Und was ich auch gelernt habe dabei, bei diesem Test, ist es, wie ich es hinbekomme, dass ich mit grünen Objekten in dem Mind-Imator das, was halt mit der Kamera aufgenommen ist, nachzubilden, dass das auch die richtige Größe hat und so. Und dass der dann auch wirklich an der Charakter in der richtigen Position runterspringt und dann halt auch nicht mehr zu sehen ist. So, also das war eine kleine Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und ich habe da jetzt auch eine Methode gefunden, wie man das eigentlich recht gut hinbekommt. Was ich mit dem zweiten Video testen wollte, war eben, ob es möglich ist, Kamerafahrten zu erstellen mit Charakteren, die sich dann eben bewegen. Und daraus kam eben, dass es möglich ist. Kommen wir jetzt zu Video Nummer 3. In Video Nummer 3 sind auch wieder ein paar Kleinigkeiten am Hintergrund falsch. Und zwar sind da einerseits mehrere grüne Objekte entfernt worden. Das ist mir passiert, als ich den Greenscreen vom Hintergrund entfernt habe. Und zwar war das so, als ich dieses Foto gemacht habe. Da war ich mir noch nicht sicher, was auf dem Bildschirm überhaupt zu sehen sein sollte. Und deshalb habe ich da erstmal einfach nur ein grünes Bild geöffnet. Und da die Kamera auch so schlecht war, also die Qualität von der Kamera, hat sich das sehr negativ auf das Ganze ausgewirkt. Auch deshalb, weil eben das, was auf dem Bildschirm mal gestochen, scharf ist und der Rest vom Bild eben nicht. Also das ist etwas, was ich gelernt habe. Also wenn irgendwo ein Bildschirm zu sehen ist, da sollte schon, während man das filmt oder in dem Fall das Foto macht, auf diesem Bildschirm drauf haben sollte, weil eben sonst auch so Dinge passieren, wie dass im Mauspad der Greenscreen gespiegelt wird und sowas. Und das ist mir nicht aufgefallen, als ich dieses Foto gemacht habe. Und auch ein kleiner Anfängerfehler ist mir passiert. Ich bin im Spiegel zu sehen. Ja. Aber das war mir dann halt auch egal, weil das eben nur Tests sind. Wo ich eigentlich auch nicht vorhatte, die zu veröffentlichen. Aber ich dachte mir halt, vielleicht zeige ich euch einfach mal so den jetzigen Stand der Dinge. Was ich hier auch nochmal testen wollte bei dem Video war, ob es funktioniert, Charaktere und Dinge in die echte Welt einzufügen. Das war in dem Fall hauptsächlich diese Explosion, die der Creeper verursacht hat. Und ich fand, das sah schon geil aus. Also dass dann da wirklich ein Loch im Tisch war. Ja, das Einzige, was jetzt hier vielleicht noch fehlt, sind tatsächlich Schatten. Das habe ich mir selber gedacht und das ist, als ich dem David gezeigt habe, ist ihm das auch aufgefallen. Ich habe da auch schon ein bisschen mit rumprobiert gehabt. Zum einen habe ich in Premiere sowie in After Effects mal probiert, Schatten einzufügen. Aber das sind halt nur Schatten, die man nicht auf dem Boden, also die werden nicht auf den Boden geworfen, sondern das ist so, als ob das Objekt vor einer Wand steht. Das heißt, man konnte dann nicht irgendwie das so hinbekommen, dass der Charakter wirklich auf den Tisch den Schatten drauf wirft, sondern als ob er eben vor einer Wand steht. Und das ist dann halt von der Perspektive her falsch. Was man natürlich machen könnte, ist, dass man Kreis darunter kiet. Das ist so eine Art Schatten wie Standard-Minecraft-Figuren werfen. Eine andere Idee, die ich noch hatte, ist, da diese Charaktere im Mind-Imator, das ist das Programm, womit ich animiere, da die Charaktere da Schatten werfen, dass man das vielleicht so macht, dass immer an den Stellen, wo gerade Charaktere stehen, dass da immer Minecraft-Boden unter denen drunter ist. Das habe ich auch mal ausprobiert, das sah aber irgendwie nicht sonderlich gut aus. Ja, da wollte ich eben noch mal fragen, vielleicht hat ja jemand von den Zuschauern Ideen, wie man da irgendwie einen schönen Schatten gestalten könnte. Oder ob das so, wie es jetzt war, auch okay ist. Also, dass die
Figuren eben keinen direkten Schatten auf den Boden werfen. Ich finde nämlich, das sieht auch nicht unbedingt so schlecht aus. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch einfach nur mal einen kleinen Einblick in das werfen, wo ich gerade so hauptsächlich dran am Arbeiten war. Wollte euch natürlich auch ein frohes neues Jahr nochmal wünschen, weil ich bisher noch nicht die Gelegenheit dazu hatte. Wollte auch nochmal kurz sagen, dass in nächster Zeit wieder was mehr kommt. Sieht Hitler eben wieder. Und ich möchte tatsächlich auch probieren, so sehr kurze animierte Sketche, wo ich auch schon einige vorbereitet habe, möchte ich versuchen, wenn ich es hinbekomme, vielleicht einmal die Woche sowas Kleines zu bringen oder vielleicht auch einmal im Monat. Mal schauen, wie sich das ergibt. Also es wird auf jeden Fall noch mehr in Sachen Animation kommen und in Sachen Let's Play sind wir natürlich auch immer bereit, etwas zu tun. Vielleicht auch mal CSGO aufnehmen, mal schauen. Da spielen wir nämlich tatsächlich im Moment recht regelmäßig. Ja, vielleicht ergibt sich da ja auch mal wieder ein cooles Projekt. Und bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Animationen oder Let's Plays sehen wollt, lasst ein Abo da. Und es bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.